Am 18.8. stellte Kattel, der größte Batteriehersteller der Welt und Zulieferer von VW, BMW, Mercedes, Smart und auch Tesla, ihren neuen LFP-Akku vor. Ab 2024 wird dieser Akku an einige Hersteller ausgeliefert und in 10 Minuten soll man damit von 10% auf 80% laden können. Vorgestellt wurde der Akku unter dem Slogan LFP-Batterie neu definiert, um keine Angst mehr vor dem Laden zu haben. Dennoch ist der Akku nicht in jeder Hinsicht ein Super-Akku. Bei Temperaturen von minus 10 Grad, die Felix, Jonas und ich ja auch schon am Nordkap in Elektroautos erlebt haben, verlängert sich die Ladegeschwindigkeit von 10 auf 30 Minuten. Aber selbst das schlägt viele aktuelle Standards von Elektroautos und das vor allem im Mittelklasse-Sektor. Denn seit der Erfindung von LFP-Akkus aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Langlebigkeit und Sicherheit haben LFP-Zellen immer weiter an Beliebtheit bei informierten Käufern und den größten Autoherstellern der Welt gewonnen. Denn im Gegensatz zu anderen Batterietypen sind sie feuerfest und das ist gerade für viele Familien immer noch ein großes Gegenargument. Aber welche Autos werden ab 2024 mit diesen Zellen ausgeliefert und vor allem, was kosten sie? Denn wir reden hier nicht über ein kleines Startup, das forscht und 2050 irgendwann mal diese Batterie auf den Markt bringt. Wir reden über den größten Batteriehersteller der Welt. Denn wir reden hier auf meinem Kanal über die wichtigsten Batterietechnologieentwicklungen, dass du nicht verpasst, was als nächstes alles auf den Markt kommt. Also falls du das nicht mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch jetzt einfach kostenlos meinen Kanal. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 1. Was sind überhaupt aktuell die beliebtesten Akkus 2023? Die meisten aktuellen Elektroautos setzen auf Lithium-Ionen-Akkus mit Nickel, Mangan und Kobalt in ihrer Kathoden. Diese NMC-Batterien bieten eine Energiedichte von bis zu 270 Wattstunden pro Kilogramm. Aber sie sind nicht ohne Herausforderungen. Zum einen werden Nickel und Kobalt hauptsächlich in geopolitisch sensiblen Regionen wie Russland und dem Kongo abgebaut. Dies kombiniert mit Sanktionen gegen Russland und Bedenken der Arbeitspraktiken im Kongo hat die Industrie dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen. Zudem sind NMC-Batterien anfälliger als LFP-Zellen für thermisches Durchgehen, was zu schweren Brennen führen kann. Ihre begrenzte Lebensdauer von 1000 bis 2000 Zyklen bedeutet auch, dass sie nach 10 Jahren bzw. 400.000 Kilometern im direkten Vergleich nur noch eine Kapazität von 80% vorweisen. Was definitiv nicht schlecht ist, aber es geht ja auch noch besser. Deswegen habe ich mich zum Beispiel beim Model Y auch für einen LFP-Akku entschieden, weil der definitiv mehr als 1 Million Kilometer aushalten soll. Diese LFP-Batterien, was auch Lithium-Ionen-Batterien sind, verwenden Eisen und Phosphor in ihren Kathoden und bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber NMC-Akkus. Laut ARK Investment Management sind LFP-Batterien bereits heute weniger teuer und auf dem besten Weg zu schnelleren Kostensenkungen als NMC-Batterien. LFP-Zellen kosten bereits heute ungefähr $70 die Kilowattstunde, was 30% weniger sind als NMC-Zellen. Dieser Preisunterschied, kombiniert mit der Tatsache, dass LFP bereits einen Marktanteil von etwa 33% im Jahr 2021 hatte und voraussichtlich bis 2026 auf 47% steigen werden, macht sie zu einer kostengünstigen Option für Elektroautohersteller. Auch wenn bis jetzt auf dem Markt verfügbare LFP-Zellen im direkten Vergleich eine geringere Energiedichte haben und auch bei Kälte mehr Probleme haben, wären sie tatsächlich immer mehr eine Alternative zu NMC-Zellen. Denn viele Probleme von LFP-Zellen soll die nächste Generation ausmerzen. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Das steckt hinter dem LFP-Akku 2.0 von Kattel. Davor gibt es aber erstmal noch eine Empfehlung von mir, bei der du ab jetzt vor allem bei Technikprodukten immer Geld sparen kannst. Denn der für euch komplett kostenlose Service von iGraal bietet die Möglichkeit, bei 1800 Partnershops bares Geld zu sparen. Ich selbst nutze jetzt seit Anfang des Jahres witzigerweise auch durch ein YouTube-Video iGraal und konnte schon 117 Euro sparen, einfach nur, weil ich mich bei iGraal angemeldet habe. Denn um das Cashback zu erhalten, muss man einfach nur auf den Partnershop seiner Wahl auf der iGraal-Webseite klicken, sich auf diese weiterleiten lassen und dort kann man dann ganz normal bestellen. Denn da gibt es viele Cashback-Erhöhungen, teilweise sogar 10%, die du einfach wieder so zurückbekommst im Technikbereich. Also check das gerne ab, falls du dir noch was Passendes kaufen möchtest. Und das Allerbeste ist, mit meinem exklusiven Link unten in der Videobeschreibung bekommst du auch noch 10 Euro Startguthaben und nicht nur 5. Das heißt, du bekommst einfach 10 Euro direkt geschenkt, einfach nur, wenn du dich bei iGraal registrierst. Ich hoffe, mit diesem Tipp könnt ihr bei eurem nächsten Einkauf Geld sparen. Kuss geht raus an iGraal für die Unterstützung. Weiter geht's mit dem Video. Denn am 18. August präsentierte Kattel den ersten Shengxing. Shengxing. Xing, Shengxing.
Das ist auf jeden Fall weltweit der erste 4C Super-Schnelllade-LFP-Akku. 4C bedeutet, dass der Akku die vierfache Ladegeschwindigkeit von der Kapazität hat. Das heißt, ein 100 Kilowattstunden Chengqing LFP-Akku kann mit 400 kW rein theoretisch geladen werden. Aber was hat Kattel jetzt genau verändert? Der LFP-Akku 2.0 von Kattel nutzt die Super-Elektronik-Netzwerk-Kathodentechnologie und vollständig nanokristalliertes LFP-Kathodenmaterial, um ein Super-Elektronik-Netzwerk zu schaffen. Dies erleichtert die Extraktion von Lithium-Ionen und die schnelle Reaktion auf Ladesignale. Darüber hinaus verwendet Kattel eine brandneue superleitende Elektrolytformel, die die Viskosität des Elektrolyten effektiv reduziert, was zu einer verbesserten Ladefähigkeit führt. Aber ein Problem gibt es immer noch mit dem Akku. Denn Kälte ist ein Riesenproblem. Das möchte Kattel aber mit dem Qlin Akku-Pack eindämpfen. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Das Akku-Pack der Zukunft. Denn die Zellen allein bringen gar nichts, wenn sie nicht in irgendein Akku-Pack bzw. in ein Gehäuse gebaut werden. Denn eine einfache Zelle ohne Kühlung oder Battery-Management-System ist für viele Hersteller immer noch sehr schwer zu verarbeiten. Das Qlin Akku-Pack basiert auf der CTP, also Cell-to-Pack-Technologie, die eine direkte Integration von Batteriezellen in die Batteriepacks ohne herkömmliche Module ermöglicht. Das führt dazu, dass Hersteller Prozesse vereinfachen können, da sie einfach nur noch ein gesamtes Pack geliefert bekommen und nicht die einzelnen Zellen. Beim Qlin Akku-Pack, in das unter anderem die neuen LFP-Zellen verbaut werden können, aber auch noch andere Akkus, dazu aber gleich mehr, wird mit einer neuen Wärmeübertragungstechnologie eine große Menge flüssiges Kühlelement zwischen den Zellen verteilt und so werden die Zellen auf Temperatur gebracht oder gekühlt. Das Qlin Akku-Pack soll eine Volumeneffizienz von 72% haben, was eine deutliche Steigerung von dem 2019 vorgestellten CTP 2.0, also Cell-to-Pack 2.0 Technologie ist. Dieses Qlin Akku-Pack wird es aber in Zukunft auch mit NCA-Zellen geben, denn ein Problem von LFP-Zellen hat Kattel leider immer noch nicht richtig überwunden und das ist halt die Energiedichte. Denn mit NCA-Zellen bestückt liefert das Qlin Akku-Pack mit 255 Wattstunden pro Kilogramm maximal 140 Kilowattstunden. So soll es auch in Zukunft von Herstellern für den europäischen deutschen Markt verbaut werden dürfen. Tauscht man aber die NCA-Zellen gegen LFP-Zellen, dann kommt plötzlich nur noch ein 90 Kilowattstunden Pack raus. Bei meinem Model Y kann uns das Cell-to-Pack 2.0 Verfahren schon ungefähr 50 Kilometer im Winter klauen, einfach weil es nicht so gut heizen kann wie die neueren Systeme. Aber auch beim Schnellladen ist der limitierendste Faktor die Kühlung. Die Temperaturen steigen einfach zu schnell an und deswegen muss die Ladegeschwindigkeit gedeckelt werden, weil sonst die Zellen wirklich schnell altern. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Denn wieso genau gibt es denn jetzt Probleme mit LFP-Zellen? Der größte Nachteil von LFP-Zellen ist, dass aktuell technisch noch keine Lösung von Wissenschaftlern für ihre relativ niedrige spezifische Energiedichte im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Chemien gefunden wurde. LFP-Zellen haben typischerweise ungefähr eine Nennspannung von 3,2 Volt. Dies bedeutet, wenn die Zelle sich in einem durchschnittlichen Ladezustand befindet, sie eine Spannung von 3,2 Volt vorweist. Bei voller Ladung kann die Spannung einer LFP-Zelle bis zu 3,65 Volt betragen, während sie bei vollständiger Entladung auf Werte um 2,5 Volt fallen kann. Zum Vergleich haben NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt, und NCA, also Nickel-Kobalt-Aluminium-Zellen, eine Nennspannung von 3,6 bis 3,7 Volt. Dies bedeutet, dass sie bei gleicher Kapazität mehr Energie speichern können als LFP-Zellen. Bei voller Ladung können diese Zellen Spannungen von bis zu 4,2 Volt erreichen, während sie bei vollständiger Entladung auf 2,5 oder 3 Volt fallen können. Diese höhere Zellspannung von NCA und NMC-Zellen führt dazu, dass sie eine höhere spezifische Energiedichte haben. Und das bedeutet, dass für eine gegebene Zellgröße und Masse NMC- und NCA-Zellen mehr Energie speichern können als LFP-Zellen. Ein Nachteil von NMC- und NCA-Zellen ist aber, dass bei höherer Spannung der Elektrolyt auch anfälliger für Zersetzung ist. Und das führt zu verringerten Zyklenlebensdauern und potenziellen Sicherheitsrisiken. LFP-Zellen mit ihrer niedrigen Betriebsspannung neigen dazu, in dieser Hinsicht stabiler zu sein. Die LFP-Zellen sind also schwerer als andere Lithium-Ionen-Zellen und können weniger gut Kälte ab, dafür sind sie aber sicherer und halten bis zu 5-mal länger als andere vergleichbare Lithium-Ionen-Zellen. Und damit kommen wir zu Punkt 5. Wann kommen die ersten Akkus mit diesen Zellen auf den Markt und wann kann man sie in Deutschland kaufen? Das erste Auto mit dem Qlin Akku-Pack wird der Zeekr 001. Seit Mitte 2023 wird der 001 sogar schon in China verkauft und ab 2024 auch in Deutschland mit dem Qlin Akku-Pack. Das ist außerdem hier 0,0 Werbung, also egal was, das ist einfach nur eigene Recherche. In den Niederlanden ist Zeekr schon am Start, die
100 kWh Version mit Qlin Akku Pack kostet 59.490 Euro und die Top Version mit 140 kWh Batterie kostet 67.490 Euro. Ich denke, 2024 werden die Preise in Deutschland sehr ähnlich aussehen und Zeekr gehört außerdem zu Geely und Geely hat 10% an Mercedes-Benz gekauft, die Marke Smart gekauft bzw. die Mehrheitsbeteiligung Volvo gekauft, mit Volvo gemeinsam Polestar gegründet, die Firma Lotus gekauft und viele, viele mehr. Ich glaube, wir können sehr gespannt sein, was dort noch auf den europäischen und deutschen Markt angeschwemmt wird. Der größte Abnehmer der LFP-Zellen im Cell-to-Pack 2.0 ist Tesla. Deswegen können wir sehr gespannt sein, wer diese Zellen alles 2024 verbaut. Und mein Review von dem günstigsten Model Y, nämlich das 38.390 Euro Model Y, findest du hier in diesem Video. Die Zukunft ist jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.